Moin, liebe Märchenfreunde, und herzlich willkommen zurück hier in der nächsten Episode von The Last of Us. Ich bin immer noch Kenny und wir sind jetzt hier in Salt Lake City angekommen und hier müssen wir uns, glaube ich, erstmal jetzt einen Weg zum Krankenhaus irgendwie schleichen, finden, wie auch immer. Noch sieht wieder alles recht ruhig aus. Back to business. Ganz normal, aber das muss ja immer nichts heißen, dass es nicht ganz schnell wieder alles im Bach runtergehen kann. Deswegen, ja, schauen wir uns hier einfach mal um, was wir hier so finden. Oha. Aber auch eine Familie unterwegs, wa? Begebt uns. Na. Gott. Ah. Eieiei. Ah, zu machen, ne? Oh Mann. Ich glaube, ich nehme lieber den Baseballschläger mit. Wenn ich jetzt eine gepimpte Axt habe, aber gebt uns, ja. Boah, was willst du machen, ne? Was können wir wieder herstellen? Medikit, das mache ich doch gerne. Zack. Kann man immer gebrauchen. Okay. Zurück wieder zur Feuerwaffe. Ich habe gestern vom Fliegen geträumt. Ach ja? Ja. Los, erzähl mir davon. Also, ich bin in diesem großen Flugzeug. Und alle schreien und heulen, weil das Flugzeug gerade abstürzt. Also gehe ich zum Cockpit, öffne die Tür, da ist kein Pilot. Ich versuche zu steuern, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie man fliegt. Und direkt vor dem Aufprall wache ich auf. Okay. Ich bin noch nie geflogen. Ist das nicht seltsam? Tja, weißt du, Träume sind seltsam. Ja, ist okay. Kann man mal so machen. Fliegen Sie mit AWS, neues Luxusflugzeug, ab November 2013. Ja, stimmt, 2013 kam das Spiel ja auch raus, ne? Schon 10 Jahre her. Meine Güte, ich bin alt. Ja, gut. Gibt es hier noch irgendwo was Interessantes? Nö. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier einfach mal weiter. Mal gucken, was hier noch so kommt. Oder halt auch nicht. Sieh dir das an. Wie überall. Eine verwaiste Quarantänezone. Mhm. Das ist die Frage, wie geht's hier weiter? Geht's auch nicht weiter? Nö. Ja, die Brücke sogar schon runter teilweise. Meine Güte. Da haben die Amis aber nichts Vernünftiges infrastrukturmäßig gebaut. Das muss man ja auch mal sagen, ne? Noch nichts. Ah, hier müssen wir rüber. Was drin? In dem Van? Hm, gibt's hier noch was? Nö, Fliegen. Jede Menge Fliegen. Nennt mich Herr der Fliegen. Na gut, dann wollen wir hier mal rüber. Zack. Okay. Das Krankenhaus, das die Fireflies meinten. Komm schon. Irgendwo was. Das ist ja auch verriegelt und verrammelt. Also, das sieht bisher nicht so aus, als wenn es hier irgendwas zu holen gibt. Station Logan James. Ah, ja. Okay, okay. Vielleicht geht es hier durch, ha? Ich sehe da hinten schon wieder Sachen leuchten. Mal gucken, wie sie finden. Brief. Lucia, wir haben es bis zur Quarantänezone geschafft. Ich wollte dich anrufen, aber in dieser Stadt sind alle Telefonleitungen ausgefallen. Sie sagen, sie könnten Briefe in anderen Zonen befördern, obwohl es vermutlich 1-2 Wochen dauert, bis er dich erreicht. Uns geht es gut. Hannah spricht viel von dir. Sie vermisst dich sehr. Ich bin überrascht, wie ruhig und erwachsen sie sich inmitten all dieses Wahnsinns verhält. Kommt es vor, als wäre ich hier der Emotionale. Meistens ist sie es, die mich tröstet. Wir haben sie gut erzogen. Ich hoffe, auf deiner Seite des Landes ist alles in Ordnung und ich sehne mich danach, möglichst bald deine Stimme zu hören. Liebe Graham. Wie sie sich gefunden haben? Wir hatten ja keine Ahnung.
alles okay? Ja, na klar. Du bist nur irgendwie so still heute. Oh, tut mir leid. Nein, es ist nicht... Schon gut. Oh Mann, die hat schwer zu tragen, ihr Päckchen, wa? Tabletten. Das stimmt eigentlich, das ist immer ein gutes Stichwort. Wie viele haben wir jetzt eigentlich? 85. Ah, ich würde ja gerne noch Messermeister 2 freischalten. Das wäre ja was. Das wäre ja was. Ein bisschen müssen wir noch. Ah, vielleicht kriegen wir es in dieser Episode noch zusammen. Mal schauen. Ja, da könnten wir hoch gleich. Das machen wir gleich. Jetzt nochmal alles ein bisschen abscannen. Einsammeln, was es vielleicht gibt noch so. An nützlichem Zeug. Da scheint es aber auch gewesen zu sein, wa? Ja. Mehr hier wird wohl nicht. Na gut. Wollen wir mal gucken. Ja, nehmen wir doch die Leiter. Ja, nehmen wir doch die Leiter. Okay, und wie machen wir das? Wie stellen wir das an? Und auf geht's. Ellie ist nicht bei der Sache, wa? Ellie. Hey. Ellie. Was? Die Leiter. Komm schon. Gut. Ach Mensch, die Arme. Joey, vielleicht solltest du mal so ein ernsthaftes Gespräch mit ihr führen. Vielleicht wird das ja helfen. Oha. Oh mein Gott. So. Was ist los? Okay. Ellie. Danke für nichts. Ellie. Oh, ich stehe gerne hier unten rum, wie der letzte Dulli. Oh. Das musst du dir ansehen. Was ja, ist denn? Gleich. Was muss ich mir denn ansehen? Ich sehe hier gar nichts. Tote Hose sehe ich hier. Wovon redet sie denn da bloß? Ach, das frage ich mich auch. Soll das ein Scherz sein? Was denn? Also ich höre hier irgendwas rumklappern, das klingt fast wie Pferdehufe. Aber sonst sehe ich hier gar nichts. Komm, Beeilung! Was zur Hölle? Ach da! Ja, Pferdehufen, Giraffen. Gucke hier. Mensch. Ja, moin. Ach, Diggi. Schon gut, schon gut. Was machst du? Ist okay. Komm her, komm her. Hey, du. Na los, komm her. Na schon. Hallo. Das ist echt cool. Oh, wo ist die hin? Hier, komm. Hinterher. Langsam, Kleine. Komm schon. Rennen hier erstmal Giraffen rum. Naja, klar, zum Zoo gab es wahrscheinlich auch mal, ne? Na, schön, dass er sich so darüber freut, aber. Ich traue mir den Braten hier wieder nicht. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ah, ne, von hier sind wir gekommen. Ja, okay. Jetzt bin ich aber im Kreis gelatscht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber die Treppen sind wahrscheinlich, wa? Ja. Okay. Geht auch nur Treppen hoch. Na denn, Treppen hoch. Mann.
Oder sind ein paar mehr, wa? Wow. Na gut, die hatten wahrscheinlich schon ein paar Jahre Zeit, sich zu vermehren. Gern mit ihr reden? Darf ich? Hallo? Wird gern? Darf ich? Ah, jetzt. Danke. Und? Ist es so, wie du es erhofft hast? Es gibt Höhen und Tiefen. Aber die Aussicht ist echt klasse. Wo sie recht hat. Sieht schon nett aus, ne? Aber da ist doch wahrscheinlich auch wieder eine kurze Verschnaufpause, bevor die Kacke wieder ordentlich am Dampfen ist. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe, das kann nicht umsonst gewesen sein. Na gut. Hör zu, du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Na, ich gehe nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Keine halben Sachen. Cooler Film. Kann ich nur empfehlen. Lass ich mal gucken. Das ist jetzt alles ziemlich straightforward gerade so, also sehr schlauchig. Ich meine, das ganze Spiel ist schlauchig, versteht mich nicht falsch, aber das wirkt jetzt wirklich so, jetzt nehmt mal die Beine in der Hand und beeilt euch mal ein bisschen. Und ich weiß halt noch nicht, ob ich das mag. Gut. Wir werden sehen. Na, das weckt Erinnerungen. Wie kommt's? Das war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah, alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joel. Schon okay, Ellie. Oh, Werkzeug. Also, dass die beiden ein vernünftiges Gespräch führen, finde ich auch gut, aber Werkzeug! Ja, Werkzeug, Stufe 5. Jawohl, Werkzeug ist alles. Ich glaube, damit haben wir sogar alles an Werkzeug gefunden, was geht. Das heißt, wir müssen uns jetzt ja schon irgendwo so langsam auf der Zielgeraden befinden, was das Spiel angeht, wa? Na gut, wir sind jetzt ja kurz vorm Krankenhaus, ne? Was soll da jetzt noch kommen? Messer. Brauchen wir noch ein Messer. Messer ist wichtig. Messer ist live. Oh, hier gibt es nochmal Tabletten. Oh, wieder 10 Stück. Es fehlen nur noch 5. Okay. Jetzt nochmal alles irgendwo suchen, einzusammeln, was es wieder an sammelbaren Gegenständen gibt. Aber hier ist sogar noch eine Werkbank. Sehr schön. Teile gibt es ja auch noch. Eine Schere. Die Munition ist voll. Und was gibt es hier? Eine Karte? Ja, das ist ja fein. Wir können uns roten Krankenhausgebiet ohne Vorräte hin. Ah ja. Nehmen wir mal mit.
Ja, dann gucken wir uns mal hier an der Werkbank an, ob wir noch was okay, machen können. Dann an die Arbeit. Dann mal ran an die Arbeit. 66 ist jetzt ja auch jetzt nicht so der Burner. Werrate, CT-Drückstoß nachladen. Hier können wir alles machen jetzt bei der Geschichte. Was haben wir hier noch? Ich glaube, ich würde hier nochmal Kapazität machen bei der. Zwei Schuss ist ja nur auch echt nicht die Welt, ne? Rückstoß. Magazinkapazität. Machen wir einmal. Schussfolge. Komm, machen wir auch gleich mit. Zack. So. It ain't much, but it's honest work, ne? Gut. Ja, das ist gut. Das ist gut, ja. Gut. Viel mehr konnten wir bisher noch nicht machen an der Knarre, aber ist jetzt auch nicht so wild. Wir haben schon mal 4 Schuss hier drin, ne? Das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Ja, genau. Ich möchte auf eine Waffe wechseln, für die ich derzeit keine Munition habe. Das macht Sinn. Nicht. So. Dann wollen wir mal hier weiter. Ich habe was für dich. Was hast denn du? Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Ah. Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Wie nett. Ah, Kollege, du hast es nicht weit geschafft. Okay. Ist hier noch irgendwo was? In der hinterletzten Ecke? Nö. Okay. Man muss ja alles mal abgesucht haben, ne? Jetzt geht's durch einen dunklen Tunnel wieder. Oh Mann, muss das sein? Dieses Mal läuft es anders. Ich weiß es. Wie meinst du das? Sie werden da sein, die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Hoffen, dass du recht hast. Einfach mal hoffen, dass du recht hast. Scheiße. Was? Oha. Ist sogar ein Bloater gleich? Nicht gesehen. Das ist sogar ein Bloater, ja. Eieiei. Ei, ei. Okay. Was haben wir denn da? Noch einer rum, da müsste auch noch einer sein. Okay. Das ist einer von denen. Ah, scheiße. Das ist doch Mist. Das ist doch richtig kacke. Den können wir uns ja nicht von vorne nähern. Da steht auch wieder einer rum. Ah, das ist doch scheiße. Okay. Den
sollten wir auch noch. Okay, da hinten wäre ich unterwegs. 2 Schuss, erstmal nachladen hier. Gut. Haben wir nämlich. Gehen wir hier erstmal weiter. Elli, was schreist du denn hier so rum? Bist du bekloppt oder was? Hör auf uns zu? Natürlich. Was hier verdammt viel Munition für diesen Flammenwerfer gefunden. Geht's hier weiter? Das sieht gut aus. Oh mein Gott. Da sind so viele. Ich weiß. Einfach weitermachen. Oh Mann. Brauchen wir jetzt erst nochmal ein Messer? Ach, scheiße, können wir nicht. Okay. Dann müssen wir uns jetzt wohl hier weiter durchschleichen erstmal. Ist ja nichts. Ich sehe hier bloß leider nichts. Oh nein! Verloren natürlich nicht. Ist die Frage, gibt es da hinten noch mehr? Oder nicht? Gehen wir jetzt einfach hier weiter. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal einfach hier weiter. Einfach mal hier durchschleichen. Bleib hier. Alter, das sind aber auch echt viele hier unterwegs. Was gibt's hier? Okay. Einfach nur die andere Seite. Okay. Soweit so gut. Soweit so gut. Okay. Ellie ist auch noch am Start. Ist hier noch eine Machete? Nö. Erstmal nicht. Muss ich hier jetzt schwimmen, oder? Oh Mann. Also wenn wir jetzt hier irgendwo auffallen, dann ist die Kacke aber ordentlich, mächtig, gewaltig am Dampfen. Weil so viele wie denn auf einmal auf einen zukommen hier, das kriegen wir gar nicht abgewehrt. Einfach mal weiterschleichen. Jetzt mal vor sich hin gurgeln lassen.
In Hoffnung, dass wir nicht auffallen. Die Kiste wäre ein guter Tritt. Ellie, geh da hoch und stoß die Kiste runter. Oh, Ellie, mal los. Wenn die Kiste runterstößt, dann geht's wahrscheinlich ab. Okay. Hat er geklappt? Ich glaube, wir kriegen sie uns nicht. Okay. Uff. Geklappt, sogar gleich beim ersten Mal. Ich bin total begeistert. Pass auf hier. Das Wasser scheint tief zu sein. Hey, das machen wir, wenn es vorbei ist. Was denn? Du bringst mir Schwimmen bei. Na klar. Das kriegen wir hin. Luft holen und nochmal das Ganze. Ah ne, hoch wollte ich. Ich bin jetzt drüben. Cool, dann lassen wir jetzt die Leiter runter. Okay, Moment. Ich muss hier bloß erstmal rauskommen. Aus dem Wasser. Da wird hier oben bestimmt eine Leiter irgendwo rumliegen. Ja, das sieht doch gut aus. Mach mal alles. Okay, bleib einfach am Rand. Es ist flacher. Okay. Ich bin ja total begeistert, dass es gerade... Dachte schon sonst was, Mädchen, erschreckt mich doch nicht so. Hatte gerade schon irgendwie Sorge, dass das hier nicht funktionieren wird. Dass wir da nicht durchkommen. Bei diesen ganzen Lotern und so. Aber ohne einen Schuss. Finde ich richtig gut. Noch eine versperrte Tür. Und noch eine versperrte Tür. Na dann, weiter geht's. Okay. Klär mit dem Fuß. Okay. Und Abfahrt. Na komm. Mach das wieder auf. Pass auf! Ellie! Ja? Ja. Ich hab mich nur erschreckt. Das siehst du. Mann. Hätte drauf wetten können, dass noch was kommt. So. Besser. Mann. Hier ist es aber auch schon wieder finster wie im Bärenarsch, ne? Meine Güte. Hier gibt's auch nochmal. Okay, hier ist es gut. Mal gucken. 34 Teile, ja. Das ist jetzt nicht so überragend viel, was man damit machen kann. Rate, Nachladetempo, Kapazität. Kapazität wäre ja eigentlich mal was. Die hat auch nur einen Schuss, glaube ich, ne? Ja, komm, das machen wir mal. Ja, zack, zwei Schüsse bitte. Das wäre auch nochmal was. Ist ja manchmal dann doch netter. Gut. Mir geht eh nicht. Wir haben jetzt schon wieder keine Teile mehr. Das ist doch ganz gut. Das denke ich auch. Ah, er lädt direkt nach. Sehr schön. Guter Joel. Ja, bleiben wir auch erstmal bei der. Auf der anderen Seite haben wir hier die Schrotflinte. Passt. Was gibt's hier? Natürlich nichts. Können wir ein Messer verwenden? Ja, können wir. Machen wir das doch. Okay.
Wir mir gleich noch ein neues Messer bauen? Auch nicht. Ah, verflucht. Munition. Pillen. So ein bisschen Zeug hier. Wo brauchen kann. Ist hier ein Tape. Sehr gut. Damit müssten wir uns auch jetzt schon wieder ein Messer machen können. Jawohl. Haben wir jetzt vielleicht auch schon? Ja! Kriegerrecht zu rein, würde ich nur ein Messerhalbkeil verbraucht. Schwanken der Waffe. Verringert Waffenabweichung. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Zack. Das finde ich ziemlich nützlich. So. Das heißt, da, wo wir hinzielen, sollte jetzt dann auch mal getroffen werden. Och, da gibt es hier gleich nochmal wieder 50 Teile. Dann müssen wir wohl nochmal an den Tisch. Das nützt ja nur nichts. Ja, Elli, ich weiß, du stehst da in der dunklen Ecke und wartest, dass es weitergeht. Aber ich muss hier nochmal an den Tisch. Jetzt haben wir nochmal wieder ein paar Teile gekriegt. Da muss ich nochmal gucken. Pumpgun-Kapazität, Feuerrate, Reichweite. Hier noch. Kapazität, Feuerrate, Kapazität, Feuerrate, Kapazität. Dann mache ich hier gleich nochmal Kapazität. Nachladetempo 15. Das kann mir nicht alles leisten, leider. Schussfolge, Feuerrate 25%. Ich glaube, dann mache ich das erstmal so. Ein bisschen schnell hintereinander schießen können. Und dann machen wir auch das Nachladetempo gleich nochmal mit. Genau. Mal gucken. Reicht das noch für irgendwas anderes jetzt? 19 Teile haben wir ja noch. Ne, sieht aber nicht so aus. Okay, ist für alles zu wenig. Aber immerhin ein bisschen was. Na klar, jedes bisschen hilft. So, okay. Hast du denn Schmesen? Pfeil und Bogen drin. Ah. Rohflinte bitte. Kopf runter. Oh. Sieh mal! Da ist es! Ah. Tatsache. Dann müssen wir jetzt nur wieder gucken, wie wir Ellie darüber kriegen, wa? Du wartest hier. Ich gehe nirgendwo hin. So wie meistens, ne? Wo Wasser ist. Kann ich auch nicht rüberhüpfen? Okay. Ich schaffe den Sprung nicht. Mal gucken, was es denn hier so unter Wasser gibt. Ah ja, natürlich müssen wir hier noch weiter schwimmen. Na klar. Bloß wir eine Frage der Richtung. Wir müssen uns auch wohl schon beeilen, weil die Luft wird nämlich langsam knapp. Ah, Leichen schwimmen ja auch rum. So. Riecht hier wieder alles so nach Klicker und so einem Scheiß. Naja, oh gut. Noch höre ich nichts. Ich muss da hochkommen. Jo. Das ist schön, dass du da hochkommen musst, aber weiß gerade noch nicht wie. Da steht Ellie rum, okay. Quasi die andere Seite. Okay. Aha. Jetzt bin ich hier drauf. Nun. Ah, kann ich hier rüber. Ich verstehe. Zack. Gehen wir mal hier rüber. Dann. Kann ich hier zwischen. Okay, okay. Soweit, so gut. So. Wo sind wir jetzt? Ah! Ja, super! Okay, los, bring dich rüber. Zack. Sauber. So irgendwas Nettes? Nö. Na gut. Hüpf mal runter. Zack. Ab ins Wasser. Holen wir erstmal Ellie. Und dann gucken wir mal, wie wir das am schlauesten machen. Am schlauesten anstellen. Na komm. Okay.
Rauf da. Okay. Rauf da. Genau. Okay, gut. Ich bin drauf. Vorsichtig. Ich hab dich. Sollen wir gleich rüber? Hätte ich gesagt, ne? Dann kannst du ja eigentlich... Dann gibt's ja irgendwas Gutes, womit du mich rüberbringen kannst. Ein Brett oder weiß der Geier was. Ach so, na gut, dann halt so. Zack, ab ins Wasser. Hoch hier. Und dann die Leiter hoch, die Ellie runtergelassen hat. Oh, was ist passiert? Verdammte Leiter ist hin. Und jetzt? Oder du bist zu fett, Joel. Ich überlege mir was. Ich die Leiter erstmal hier hin? Muss ich denn das Brett holen, die Leiter darauf legen und dann darüber schwimmen? Oder war das der Plan? Wahrscheinlich, wa? Das andere sehe ich jetzt gerade nicht. Eine andere Möglichkeit sehe ich gerade nicht. Okay. Zack. Zack. Heb mal auf die Leiter. Hallo? Joel, nimm nochmal die Leiter. Jetzt. Oder muss Ellie da nochmal drauf? Vielleicht? Dass sie die Leiter nimmt? Oh, meine Güte. Das ist ja auch wieder umständlich bis in die Haarspitzen hier. Na dann, komm. Hallo? Ellie? Ellie sagt nein. Okay, ja, ich habe keine Ahnung. Was soll ich tun? Also ich würde sagen, ich muss das Ding hier rüberlegen, damit ich darüber komme. Das macht ja auch Sinn, aber wie soll ich diese Leiter da hinkriegen? Hm. Ist doch schon wieder blöd. Er will die jetzt ja hier noch nicht mal hochheben. Das ist doch jetzt gerade hier schon wieder saudoof. Nö, ich kann diese Leiter gar nicht hochheben. Hm, also eigentlich... Warum greift er die Leiter nicht? Das verstehe ich gerade nicht. Irgendwie, warum auch immer nimmt er die Leiter nicht? Da bleibt mir jetzt erstmal nichts anderes übrig, als das Ereignis jetzt nochmal neu zu starten. Hoffentlich. Ah, hier. Leiter tragen. Ah, pass auf. So, dann können wir nämlich, würde ich sagen, das so machen. Dass wir die Leiter hier anstellen. Zack. Können wir doch auch hier direkt hoch. Zack. Können wir uns auch die Leiter wieder nehmen. Und sie darüber schleppen. Wo wir sie brauchen. So, ja, das war gerade eben ein bisschen buggy. Ist ein bisschen blöd, aber gut. Was willst du machen? So, und dann können wir die hier nämlich ablegen. So, zack, hüpfen hier einmal runter, wir wahrscheinlich auch die Leiter nehmen können, aber das ging jetzt schneller, meiner Meinung nach, schnappen uns die Leiter und schmeißen uns die hier rüber. Ah, da guck, wie dafür gemacht, perfekt, sehr schön. Okay, gute Idee. Ja, das Spiel muss nur mitmachen, das ist alles. Warum falle ich denn jetzt hier runter? Das ist mir ja noch nie passiert, im ganzen Spiel nicht. Was war der Mist denn? So, danke. Meine Güte. Was denn für Quatsch? So. Weiter geht's im Text. Oh Mann. Lass mich vorgehen. Du kommst mir danach. Okay, ich folge dir. Okay. Ups. Also ein Super Mario wird Joel nicht mehr. So gut wie der hüpfen kann. Okay. Na komm, spring. Und du fängst mich auf? Ich fang dich. Na klar. Siehst du?
Hast mich nicht mal gebraucht. Nichts wie runter von diesem Ding. Okay, ich kann schon wieder nicht rennen, das gefällt mir nicht. Waffe kann ich auch nicht ziehen. Ah, jetzt wieder, okay. Ach ja, na sicher. Ellie, los! Oh Mann. Ah. Ellie! Schnell raus da. So, jetzt ist nicht. Da hinten ist Ellie. Los, schnell. Oh, fix. Ellie mitnehmen. Komm, weiter geht's. Na komm, reanimieren. Was träumst du da? Hände hoch! Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon! Oh, na klasse. Ach, Wattenspinne. Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen. Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist na Gott sei Dank. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern uns. Schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Die wollen ja das Hirn rausnehmen? Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Wie immer, die Wahl des geringeren Übels, ne? Ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joel.
Steh so. Auf. Kann ich dem Spinner die Lichter gleich ausknipsen, oder? Ich sagte, steh auf. Was von Bitte gehört? Du bist vor Auto die Kinderstube geflogen, Amigo. Na dann. Los. Befick dich. Ich warte nur drauf. Wo lang? Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter! Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Wo? Oben. Den Gang runter. Und bitte. Der Schmuggler, er ist hier drin! Hat schon wohl das ja wieder richtig einen rausgeholt hier. Irgendwie kann ich gerade die Waffen nicht wechseln. Oh, oder hat sich angezeigt. So, jetzt. Noch mehr? Ah, okay, ich könnte. Könnte ich hier rein? Nee, könnte ich nicht. Ah, shit, was mache ich jetzt? Ach, die gute alte Schrotflinte wird schon richten. Zwei Schuss, zwei Tote. Das nenne ich doch mal gute Ausbeute. Da ist der! Im Korridor! Dann kommt alle her, ihr Spinner. Ah, okay, ich habe die richtige Pistole. Ist gut. Ich brauche Deckung! Von hinten wird gekommen. Alex! Oh, dafür wirst du bezahlt! Zack, 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 zack. Es sind aber auch ein Haufen Leute hier. So, einmal heilen zwischendurch. Oh, verdammt! Verdammt nochmal! Sollen wir mal probieren. Haft. Okay, los, okay. Will er denn ganz hin? Er darf nicht entkommen! Oh, so viele sind das jetzt auch nicht, ne? Der Schmuggler! Zack,
Der hat gesessen. Noch einer? Sauber. Shit. Hey, geht außen rum! Da ist noch einer. Da ist er. Ah, willst du kommen? Okay. Oh, oh, oh. Jetzt aber schnell. Sauber. Einmal Wunden lecken hier, bitte. Zack. Okay. Gehen wir nochmal auf die hier. So. Wie viele sind jetzt hier noch von der Spinnerbande unterwegs? Medikit wiederherstellen. Zack. Brauchen wir auch alles? Narre, okay. Zwischendurch mal checken hier, wie die Typen alle sind. Weil die scheinen alle weiter weg zu sein jetzt. Was mal ganz gut ist für uns. Ah, eine Latsche da hinten rum, okay. Oh, okay, nehme ich auch mit. Da rennt noch einer rum. Da ist noch einer. Okay. Da hinten steht auch noch einer. Also drei Stück sind das noch. Das so richtig sehe. Er bleibt auch da. Zack, den habe ich. Er ist in Deckung. Der auch. Oh shit, er ist da drüben! Na komm raus. Jawohl. So, jetzt ist nur noch der eine. One on one. Last man standing. Ich sehe. So. Hat nicht gereicht, du Spinner. So, mal gucken, ob wir noch irgendwo was Nützliches finden. So für Sturmgewehr. Na gut, nehmen wir halt erstmal Sturmgewehr. Nehme ich halt erstmal das Sturmgewehr. Okay. Was gibt's hier noch? Alles einsammeln, was wir noch mitnehmen können, irgendwie. Hilf, Messer reicht's nicht mehr. Okay. Da ist doch noch einer. Okay. Aber das machen wir so. So, Ende im Gelände, Kollege. Nun haben wir aber wirklich alle. Okay, laden wir hier auch gleich nochmal weiter durch. Ja, Leute. Und an dieser Stelle würde ich jetzt tatsächlich sagen, beenden wir die Episode. Also wir haben Ellie jetzt tatsächlich mal ins Krankenhaus bringen können, was ja auch durchaus positiv ist. Bloß jetzt wollen sie ihr das Hirn rausnehmen, um daraus einen Impfstoff zu machen. Ja, meiner Meinung nach die Wahl des kleineren Übels.
Ist es wert, ein Menschenleben zu opfern, um alle zu retten? Was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, dann machen wir an dieser Stelle weiter. In der nächsten Episode. Und dann geht's los. Ellie retten, würde ich sagen. Alles klar. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder im besten Fall natürlich ein Abo da. Und dann freue ich mich jetzt schon darauf, euch in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen granatenstarken Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.